Vegane Currywurst im Glas von DM Bio. Ja, der DM Drogeriemarkt hat eine vegane Currywurst im Glas jetzt im Januar 2024. Der Drogeriemitbewerber hatte auch schon eine Currywurst im Glas, die wir auch schon getestet haben. Ob die hier ähnlich ist oder vielleicht sogar gleich ist oder vielleicht schlechter, finden wir jetzt im Test heraus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Wir testen heute vegane Currywurst im Glas von DM Drogeriemarkt in der Bio-Variante. Ja, Currywurst im Glas von einem Discounter, sage ich schon, von einer Drogeriemarke hatten wir ja schon. Der Mitbewerber, der mit Ross anfängt und mit Mann aufhört, hatte natürlich auch schon eine Mikrowellen-Currywurst im Glas. Darf ich gerne über mir verlinken. Ja, die hatte ich für euch ja schon mal getestet. Die finde ich gut. Die finde ich wirklich gut für eine Supermarkt-Variante. Die habe ich auch schon öfters gekauft. Die gibt es ja dauerhaft. Hier von DM habe ich sie noch nie vorher gesehen. Hier steht auch ganz groß Veganuary drauf, also der vegane Januar. Scheint eventuell eine limitierte Auflage zu sein, nur dahin. Vielleicht kommt sie danach dauerhaft, weil es ist kein sinnloses Produkt. Es gibt viele Mikrowellen-Currywürste. Wir hatten ja schon einige getestet, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe euch noch ein paar Tests noch gar nicht gezeigt. Ich habe noch ein paar, da sind sogar welche dabei, die habe ich im Sommer letztes Jahr gedreht. Die habt ihr noch nicht mal gesehen. Es gibt immer wieder Mikrowellen-Currywürste. Wir probieren einiges aus. Und ja, warum nicht in vegan? Die Wurst ist meistens eh nie so geil, die da drin ist. Das muss man ja einfach so sagen. Und die vegane Wurst von Rossmann, muss man ja sagen, war gut. Die war lecker. Mal schauen, was die Variante kann. Preislich 2,59 Euro für 350 Gramm. Der Mitbewerber 2,99 Euro für die gleiche Anzahl. Also, oder? Ich habe es mir gerade extra aufgemacht. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue und sage euch jetzt, dass das so ist. Ich finde es gerade nicht, aber war glaube ich, ähnlich. Ich habe sie mir aber schon angeguckt, natürlich. Zutaten, Nährwerte zeige ich euch sofort. Ich habe sie mir vom Mitbewerber natürlich mit angeschaut. Und ich kann euch sagen, im ersten Moment könnte man denken, oh ja, das liest sich 1:1 gleich, weil das fängt wirklich alles genauso an mit den gleichen Zusammensetzungen. Aber dann bei der Wurst, da kommen dann die Unterschiede und bei den Kalorien. Nämlich, die hier hat weniger Kalorien, weitaus weniger sogar. Das sind insgesamt fast 30 Kalorien weniger auf 100 gesehen. Also ist nochmal ein Unterschied da drin. Auch im Zuckergehalt unterscheiden die sich ganz leicht, kann ich euch einmal ganz kurz sagen. Hier sind es 11 und hier sind es 8. Also die hat auch 3 Gramm weniger Zucker auf 100 Gramm. Also von den Zutaten her oder Nährwerten kommt das Produkt ein bisschen besser bei weg. Aber es muss natürlich was können. Wir gucken mal drauf, was ist denn genau drin. Ihr bekommt hier also eine Bio-Curry-Tomatensauce auf Basis von Tomatenmark mit einer veganen Wurst auf Basis von Tofu und Weizeneiweiß. Das mit einer 60%igen Curry-Tomatensauce, die ist aus Tomatenmark, Rohrzucker, Apfelessig, Trinkwasser, Curry. Die war aber, muss ich sagen, beim Mitbewerber auch sehr, sehr gut in dieser Kombination. Meersalz, Zitronensaftkonzentrat, ein bisschen Verdickungsmehl ist mit drin. Dann kommt ein bisschen Hefe. Dann kommt die 40%ige vegane Bratwurst oder Tofuwurst, wie ihr es gerne nennen möchtet, denn sie ist ja aus Tofu, Sojabohnen, Trinkwasser, dann kommt das Weizeneiweiß, Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, Gewürze, Pfeffer, Rohrzucker, Verdickungsmittel ist Johannesbrotkernmehl eingesetzt worden und ein bisschen Meersalz. Ja, alles in Bioqualität abgewehrt oder aufgezeichnet oder angegeben. Ach, Mann! Und das sollen wir jetzt gleich im Topf bei 5 Minuten erwärmen und gelegentlich umrühren. Kalorien habt ihr 176 auf die 100 Gramm und 8 Gramm Zucker, Eiweiß hat es 9,3. Hergestellt für DM Drogerie. Ich weiß also nicht genau den Hersteller dahinter, aber das ist sie. Klingt simpel einfach, ich hoffe sie ist lecker. Also ich tue sie jetzt in den Topf, ich zeige es euch einmal natürlich schon mal im Topf, wie sie gleich fertig in der Schüssel aussieht und dann werden wir sie probieren. Und so schaut sie jetzt aus, die Currywurst. Einmal aus dem Glas komplett raus und in den Topf gegeben. Sehr, sehr cremig, muss man sagen. Also die Soße hat eine schöne Konsistenz, also nicht zu dünn. Das finde ich ja immer nervig, wenn die Soße so ganz extrem dünn ist. Ja, ich köchel die jetzt hier gerade auf Stufe 4 ein bisschen durch, damit sie ein bisschen warm wird. Aber man muss wirklich aufpassen, selbst auf Stufe 4, okay, Induktionsherd, muss man immer ein bisschen aufpassen. Dass die nicht anbrennt, weil das passiert wirklich auch auf Stufe 4. Naja, ich köchle die mal weiter und dann schauen wir uns die gleich mal genauer an, wenn sie fertig ist. Und hier ist sie jetzt, die Currywurst, frisch in der Schüssel. Ja, eine ordentliche Portion, hat ordentlich Gewicht, muss ich sagen. Das merkt man. Man sieht viele Wurststücke oder Tofu-Wurststücke, falls sich das ein oder andere stört, dass man jetzt hier Wurst sagt. Aber es ist ja keine Schweine oder irgendwas angegeben, es ist einfach nur eine Tofu-Weizenwurst. Ja. Gut Soße dabei, das muss man sagen. Also nicht zu wenig, nicht zu viel.
passt auf jeden Fall. Geruch ist gut. Ich habe auch schon mal eine Wurst für euch rausgeholt. Ich kann euch hier zeigen, wenn der Fokus sie jetzt nimmt. Ja, also das ist so eine Scheibe Wurst, die da drin ist. Ihr seht jetzt so ungefähr. Ja, ich kann es nicht ganz nah machen, weil sonst wird der Fokus nicht mitspielen. Oder man wartet mal ganz kurz. Ich brauche mal kurz eine Hand frei. Dann kann ich noch mal gucken, ob der Fokus hier mitmachen würde. Moment, ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, jetzt seht ihr das aber trotzdem ein bisschen, ne? Also man kann so ein bisschen die Struktur sehen. Ist natürlich wichtig, dass sie auch Biss hat. Also dass es jetzt nicht so ein weiches Ding ist, was nach nichts ja schmeckt am Ende. Bin ich mal gespannt drauf. Also, probieren wir sie aus. Die Currywurst von DM. Also schauen wir mal, wie die gute schmeckt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, Geruch ist gut. Schöner Tomatengeruch. Die Wurst selber riecht jetzt nach nichts. Das ist zu erwarten. Aber der Tomatengeruch ist gut. Die Soße hat eine schöne Fruchtigkeit. Also man riecht das. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Soße nicht nur jetzt fruchtig und süß ist, sondern auch eine gewisse Geschmack bietet. Ich habe natürlich Currypulver da. Daran scheitert es nicht. Also das ist auch nicht dabei. Das müsst ihr, wenn immer, selber drüber machen. Aber wir schauen mal. Wir probieren die jetzt mal. Diese Tofu-Currywurst von DM. Soße ist gut. Könnte ein bisschen mehr Power haben. Die Wurst ist aber, glaube ich, nicht so gut. Also die von Rossmann schmeckt besser. Die Wurst hier ist ein bisschen knautschig. Also nicht gummiartig, aber sie ist nicht so, nicht so fein. Das geht feiner. Das ist eher so, schon mehr Tofu in diese Richtung. Aber wo es bei Tofu auch gute Sachen gibt, also wirklich, wo die Konsistenz gut ist. Hier ist die Konsistenz der Wurst nicht gut gewählt, muss ich sagen. Da hätte man beim Mitbewerber schauen sollen, wie die ihre Wurst machen oder mal ausprobieren, wie die Konsistenz von denen ist. Das ist hier der einzige Knackpunkt. Die Soße ist an sich okay. Und es ist auch kein ekelhaftes Produkt. Aber die Konsistenz der Wurst ist halt so ein bisschen, wenn du vegan isst und öfters so Tofu-Produkt und so isst, ist man das vielleicht ein bisschen gewöhnt. Aber weil man den Vergleich zum Mitbewerberprodukt ja ich besonders habe, weil ich die auch schon etwas kaufe, weiß ich, wie gut das sein kann mit Tofu und Weizen und wie zart das sein kann. Das zerfällt dann richtig im Mund. Du hast einen leichten Biss im ersten Moment und dann zerfällt das im Mund. Und hier hast du zwar auch den Biss, aber der Biss bleibt die ganze Zeit da. Das ist ja so eine Art breiiges Gummizeh, wenn man es irgendwie umschreiben müsste. Es ist aber nicht so, dass ihr draufbeißt und es quietscht oder so, das hat extrem Widerstand. Es ist so eine Mischung aus zäh und breiig. Das ist so, kann man immer relativ schwer beschreiben. Wird aber vielen nicht gefallen. Also wenn einer sagt, ich esse gerne Currywurst und ich esse Bratwurst und ich habe nichts gegen eine vegane Alternative und eine gute Currywurst, wenn die vegan ist, würde ich auch kaufen, dann ist er damit unzufrieden. Wenn du vegan aber lebst und sagst, hey, mir stört das gar nicht, ich bin da so ein bisschen von Tofu und so gewöhnt, ich brauche einfach nur eine schöne Soße und passt alles, dann bist du damit wieder zufrieden, weil das Produkt kein schlechtes ist. Es ist aber kein richtiger Currywurstersatz in der Art und Weise, es ist einfach ein veganes Produkt, muss man dir wirklich sagen. Habe ich mir persönlich aber ein bisschen mehr von erwartet. Das ich jetzt geiler gefunden, wenn es so gewesen wäre, wie ich es erwartet habe, weil ich einfach den Vergleich natürlich habe, aber mir ist das ja auch was anderes mal mit meinen Vergleichen. Da ich ja viel probiere, bei mir sind es ja wirklich 5 bis 6, manchmal auch 10 Produkte die Woche, die ich teste. Ich teste ja sehr, sehr viel und dadurch habe ich ja einen extremen Vergleich. Aber mal schauen. Ich probiere jetzt hier nochmal mit Currypulver. Ich will nur mal wissen, ob das ein bisschen mehr Flair noch bringt. Und draußen ist gerade eine riesengroße Taube. Kann man machen mit Currypulver. Schmeckt dann ein bisschen runder, finde ich, noch die Soße, weil die Soße mehr diese süßliche hat oder fruchtige. Mit ein bisschen Currypulver extra schmeckt es für mich runder. Aber wie gesagt, haut mich nicht so vom Hocker, dass ich sie jetzt wieder kaufen würde. Schade. Hätte ich gerne gemacht. Ich kaufe gerne bei DM ein. Also so, wenn ich meine Sachen so kaufe, die ich sonst brauche, gehe ich immer gerne zur DM-Drogerie. Aber die würde ich mir leider nicht wieder kaufen. Schade. Hätte ich gerne gemacht. Aber da gehe ich weiter zu Rossmann, wenn ich die Variante kaufe. Punktemäßig sage ich 2,5 von 5.
weil ich so ein Mittelmaß treffen muss für euch alle, die da draußen jetzt zuschauen nach dem Prinzip. Es ist ein mittelmäßiges Produkt. Wie gesagt, wer vegan lebt, sagt eher ja. Wer sagt, ey, ich esse Fleisch und suche eine Alternative, der wird hier nein sagen. Für den ist es vielleicht sogar noch eine 2 oder vielleicht so niedriger. Und wer vegan lebt, sagt, hey, das ist doch super. Darum machen wir die Mitte, 2,5 von 5, das ist fair. Wie gesagt, kein schlechtes Produkt, aber in der Wurstkonsistenz müssen sie auf jeden Fall arbeiten. Da sollte sich das Entwicklerteam dahinter einfach mal ein Glas beim Mitbewerber kaufen, die einmal ausprobieren und dann wissen sie, welche Konsistenz ich meine, weil die ist wirklich gut. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sind in eines der nächsten Videos. Ich teste jetzt noch was Schönes, Herzhaftes für euch. Dafür habe ich schon meine Pfanne parat. Und mal schauen, was das kann.